Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ja, das ist gut. Und ich habe Mist gebaut. Ich habe Niki als Begleiter verloren. Ich habe halt Mist gebaut. Ich habe ihn wieso auch immer weggeschickt und dann wollte ich ihn eigentlich wieder haben. Ich hatte ihn aus Versehen nach Sanctuary geschickt beim Aufräumen und dann wollte ich ihn eigentlich wieder mitnehmen und habe ihn weder mitgenommen noch weggeschickt und jetzt ist er nirgendwo mehr. Ich habe mich in Sanctuary umgeguckt, ich habe mich in Diamond City umgeguckt und die ewigen Weiten des Internets meinten, er müsste dort sein, wo die nächste Quest ist, also wo seine nächste Quest ist. Also müssen wir wohl leider erstmal das hier machen, denn er müsste bei Dr. Amari auf uns warten und ich habe mir erstmal einen anderen Begleiter mitgenommen. Ich freue mich jetzt schon auf das, was er mir zu sagen hat. Wir gehen also erstmal zu Dr. Amari. Nichts da mit dem Drogenlabor. Denn ich will erstmal Niki wieder haben. Das ist mir ein persönliches Anliegen. Und wenn er dort angeblich warten müsste, dann hoffe ich mal, dass er da auch wirklich ist. Sonst weiß ich nicht, wie ich ihn wieder kriege. Ich vermisse ihn so sehr. Er kann doch nicht einfach mich verlassen. Ich habe übrigens keine Ahnung, warum ich Preston mitgenommen habe. Aber wahrscheinlich einfach deswegen, weil er immer wieder erwartet, dass wir ihm helfen. Also kann er uns jetzt auch mal helfen. Ja, wir gehen ja schon. Wie weit muss ich eigentlich? Bitte sag mir nicht, ich muss schon wieder an Supermutanten oder so vorbei. Ich sollte vielleicht mal gucken, ob ich mich ein Stück... Park Street Station, da waren wir schon mal. Ja! Ich kann abkürzen. Hätte ich Preston vielleicht gar nicht mitnehmen brauchen. Das wäre ja schön. Aber sowas kann natürlich auch wieder nur mir passieren. Dass ich meine Begleiter einfach so verdussel. So, und jetzt da lang. General, Boston Common hat einen ziemlich schlechten Ruf. Die Leute kommen von dort nicht mehr zurück und keiner weiß warum. Vielleicht deswegen. Preston, schießen, nicht labern. Bams. So macht man das, Preston. Hast du das gesehen? Hat er natürlich nicht, deswegen kriegt das nicht hin. War ja klar. So geht das. Wo schießt du denn hin? Achso, da schießt du hin. Na gut. Ist gerade so genehmigt, aber ist trotzdem mein Kill. Hast du gar nicht mal so gut gemacht. Irgendwas Nützliches? Na, du schon mal nicht. Friedhof. Kein Wunder, dass hier Ghule rumliegen. Wo ist denn jetzt der eine hin? Müsste hier nicht irgendwo einer rumliegen? Da. Der da ist tot. Das ist, glaube ich, kein Ghoul. Das ist ein Gunner. Okay. Da ist noch was hier. Nicht. Sehr unspannender Friedhof. Franklin. Okay. Merkwürdiger Name für einen Stein, aber wem es gefällt. So. Nein. Sprinten wollte ich. Ich will doch nur Niki wieder haben. Nein! Preston, nein! Pfui! Aha. Es wird ja immer besser.
Das ist nicht so klug, ne? Uah! Ja, das vielleicht auch nicht. Preston? Ich glaube, ich verliere gleich meinen nächsten Mann. Oh, okay, ich treffe ihn von hier gar nicht. Aber von hier! Das Gute ist aber, wenn ich ihn nicht treffen kann, er mich doch auch nicht treffen, oder? Au! Ey, lass das! Pfui! Böser Junge! Ah, tot. Okay, wie komme ich jetzt wieder hoch? Ich will meinen Loot. Preston, wo bist du? Was? Wer? Wie? Wo? Wie komme ich denn wieder da hoch? Erstmal du. Auch wenn der andere auf mich zielt, ist ja egal. Wir zielen eh beide auf mich. Und noch ein Schuss. Sauber. So. Und dann du. So, sind wir da? Nö. Preston, wie komme ich jetzt wieder da hoch? Oh. Hallo? Ich hab nichts getan? Oh nein. Das gibt gleich Aua, Aua. Ach. Ist hier noch einer? Sieht nicht so aus. Okay. Jetzt bleiben wir mal alle ganz unruhig. Und kochen uns erstmal was, wenn es geht. Weil wir gerade ein Stück Köter mitgenommen haben. So. Und hier vielleicht einfach wieder... Natürlich nicht. Ach, Preston, wie komme ich denn jetzt wieder da hoch, hä? Okay, sie ist runtergefallen, das ist ganz lieb. Ja, ist eine sie, glaube ich. Ein Teddybär. Hi, Preston. Ich will da jetzt wieder hoch, ich will meinen Loot. Mutig vorbeisprinten. Miau. Nein. Du nichts hören. So. Ah, was auch immer das war. Ja, ja, der Abstand wird wieder größer, ich weiß. Aber... Da kann ich ja nun auch nichts für. Ja, noch mehr Raider. Geräusch? Nein. Raider, nicht Supermutanten. Raider. Ich nix Geräusch. Ja. Eindeutig. Hier ist nur ein Bett. Okay. Hier oben drauf liegt auch nichts. Nein, okay. Das ist schade. Preston, warte ruhig da unten. Ich komme wieder runter. Das Richtige ausgewählt, oder? Ich muss an den Supermutanten vorbei. Kann das sein? Ich will es haben. Danke. Oh. Guten Tag. Die brauchen sie nicht mehr, oder? Das auch nicht. Ich müsste eigentlich
da irgendwo lang. Okay, ich muss an den Supermutanten vorbei. Bring dir's hinter uns. Granaten sind erschreckend. Wo sind die jetzt hin? Wo ist die? Preston? Wo ist die tote Kakerlake? Egal. Bams. Da finde ich sie wenigstens. Ah, rück mir nicht so auf die Pelle, da liegt Muni. Okay. Wie auch immer du jetzt dahin kommst. Ist richtig cool. Knochenteile. Ich baue mir meinen eigenen Menschen zusammen. Dann brauche ich den hier nicht. Preston, komm mal her. Zu irgendwas musst du ja gut sein. Schieß los. Klar. Hier ist mein Vorrat. Meinst du wirklich, dass ich losschießen soll, Preston? Ich habe da ja so meine Zweifel. Ich glaube, es wird dir nicht gefallen, wenn ich einfach schieße. Das ist natürlich schlechter als das, was ich schon habe. Schade. Nehmen wir noch ein bisschen hiervon. Ah. Achso. Der macht anscheinend gerade Pause, der Fahrer. Nein! Ich muss da rein? Muss ich da... Wahrscheinlich. Wohl nichts gewesen. Nein! Ist das nur der eine? Wenn es nur einer wäre, dann würde es ja sogar noch gehen, aber... Muss ich trotzdem nicht haben? Nein. Preston? Komm. Muss ich Fahrstuhl fahren? Nee, der zeigt ja nach sicher, oben. Dass es sich lohnt, das mitzunehmen? Wir fahren jetzt einfach mal Fahrstuhl. Vorsicht? Warum? Warum auf einmal Vorsicht? Preston! Ist ja traurig. Nach oben. Ja, nach oben ist richtig. Ich will nach... Jetzt sagt er, ich soll nach unten. Hä? Okay, ich bin hier etwas falsch. Egal. Ja. Hören Zeug, das gar nicht da sein. Genau. Out of order. Was mache ich hier eigentlich gerade? Außer Blödsinn. Ich muss doch wieder runter. Ja. Ja. Ah, ist das die Tür, in die wir rein müssen? Das ist aber... Es sind zwei. Preston, nein! Es tut mir vielleicht ein bisschen leid. Vielleicht auch nicht. Bin mir nicht so sicher. Wir reden hier von Preston. bin ich hier safe? Musste ich... Na doch, das Symbol war ja da dran. Ich musste hier rein. Safe knacken. Wie ging das nochmal? Genauso. Och, Junge. Du gibst dir nicht gerade Mühe damit, dass ich anfange, dich zu mögen, ne? Im Gegenteil. Du arbeitest hart daran, dass ich dich nicht mag. Ah, das kriege ich nicht auf. Da brauche ich Niki. Das kriege ich wohl auf. Schade. Angeblich. Triumphed.
Nichts. Ein Treffer. Cardinals. Nee, das wäre ja ein Zweitreffer. Immer noch nur einer. Aber nee, halt, das C. Ich habe das C nicht mitgelesen. Es könnte also das C sein. Wenn wir noch eins, das mit C anfängt. Contained. Schade. Ist ja schade, Preston, dass du dafür nicht zu gebrauchen bist. Einsteiger. Das kriegen wir hin. Glaube ich. Ante. Nee, das lassen wir mal. Der bleibt mal lieber da drin. Fahrstühle schon wieder. Ist hier eigentlich irgendwer? Oder bin ich hier tatsächlich safe? Ups. Cool. Ja. Das ist das coolste Klo, das ich jemals gesehen habe. Ne? Das sagst du doch auch, oder Preston? Treppenhaus. Warte, erstmal, ich will das Terminal knacken. Ich wollte mich nur umgucken, während ich warten muss, dass es wieder geht. Wir müssen runter, aber ich will das Terminal knacken. Reverence. Ein Treffer. Nein. Reverence. Zwei Treffer. Personal. Ja. Ah. Türsteuerung. Aufschließen. Ja, bitte. Entriegeln. Nein, nicht verriegeln. Manchmal, ne? Aufschließen. Danke. Diese Tür? Vorsichtshalber, man weiß ja nie, weshalb hier eine Sicherheitstür ist. Aber ich habe mehr als genug, sagte sie in ihrem jugendlichen Leichtsinn. So viel Kram. Ist eigentlich nicht gut. Schön. Oh, Spielzeugraketen. In Mint Condition. Okay, das alles? Na dann, gehen wir mal die Treppe runter, so wie wir es sollen. Da gehen wir nicht hin. Wir gehen nicht in das Licht. So, Preston. Bist du hinter mir? Ich bin ein bisschen enttäuscht von Preston. Sollte er nicht eigentlich mein bester Mann sein? Okay. Jetzt hier wieder raus. Und dann sind wir im Finanzbezirk, ja? Waren wir wahrscheinlich schon vorher. Haben wir es noch weit? Ist Niki gleich da? Ich schicke Preston dann einfach voll nach Hause und kann mich dann in Niki erstmal reinschmeißen. Das klingt nach einem Plan. Wenn er hoffentlich da ist. Diese wunderschönen Ladebildschirme, auf denen nichts ist.
Nachspiel. Weckt mich, wenn es weitergeht. Aufgang hat sie es aber nicht, oder? Musst du jetzt so lange laden wegen Niki? Oder was ist los? Zeit alles machen kann, während das Spiel lädt. Oder machen könnte, wenn man nicht darauf warten würde, dass das Spiel endlich fertig ist mit Laden. Also ernsthaft, hat sich das aufgehangen und spielt nur noch Musik ab? Jetzt spielt es nicht mal mehr Musik ab, jetzt wird es dem Spiel auch zu blöd. Oh doch. Ah! Falsche Taste! Sag mal! Aua! Ach komm, jetzt stell dich nicht so an! Schon wieder so ein legendärer. Was? Er hat sich gerade geheilt. Cheatertron. Ja genau, Preston. Stell dich nicht so an und schieß auf irgendwas. Er hat sich schon wieder geheilt. Komm schon, aufstehen! Ah, ich werde zu weit. Er müsste da irgendwo stehen, glaube ich. Oder auch schon nicht mehr. Ist er hinüber? Seid mal fest, erst lädt er ewig und dann renne ich hier in Raider rein, ja? Was soll denn die Kacke? Sollten wir nicht den Plünderern überlassen. Richtig, deswegen plündere ich hier. Wo ist der Legendäre? Preston, ich bin fast überladen. Wo muss ich denn jetzt hin? Da lang weiter. Toll. Es ist aber ein bisschen, jetzt fühle ich mich eklig. Danke.
Okay. Out of order. Aber da will ich ja gar nicht rein, weil da muss ich gar nicht lang. Ich muss ja hier auf der. Hä? Da stand eben gerade 08. Dann steht da wieder mehr. Bitte alles, aber keine Supermutanten. Naja, eigentlich auch nicht alles. Ich glaube, ich habe hier drüben was. Ja? Geh mal ein Stück. Stück mal rück. Da läuft einer. Ein Gunner. Die sind alle so unkreativ mit ihren Namen, dass sie alle denselben haben. Okay, aber da müssen wir ja eigentlich nicht lang. Ich muss da lang weiter, was nicht geht. Komme ich da lang weiter? Die sehen mich gar nicht. Schon mal den Geschütztürm außer Gefecht setzen. Kann ich hier sneaky hier oben lang? Wieso Vorsicht? Wieso? Achso, die beiden Gunner da. Kommen die gerade näher? Ich weiß, ich muss wieder runter, aber das wird schon, wenn wir da sind. Scheiße, ist er schon wieder. Hä? Jetzt bin ich ja. Hä? Jetzt bin ich ja schon wieder hier. Wollen die mich verarschen? Ich war hier doch gerade erst. Ach, guck mal, hier geht's auch noch hin. Waren das gerade? Hab ich da gerade. Muss ich da rein, wo abgesperrt ist? Aber waren das gerade Institut? Tut? Institut tut? Es macht immer Tut, weil Tut so gut tut. Ach. Jemand da? Nein! Was das? Nichts. Keiner. Keiner da. Da oben. Oh. Komm runter, wenn dann. Oh, aber ich habe ihn, glaube ich, ein bisschen erwischt. Und dann ist er hochgegangen zum Gucken. Wer da? Ja, ich dich sehen. Oh. Nein, nein. Legendären Scharfschütze, das gefällt mir gar nicht. Oh, Mann. Ich bin richtig gut. Oh. Gebrochen. Ja. Das ist ja... Preston? Der macht aber nicht nochmal Boom, oder? Manchmal machen wir nochmal Boom. Ja, du hast was gefunden? Das ist ja schön. Ich mach so überhaupt keinen Schaden. Oh! Ja! Hä? Der hat gar nicht geschossen! Spannender Showdown. Ich glaube, ich muss die erst loswerden. Ey! Der da schummelt! Ich treffe den nicht, weil der schummelt wirklich. Aua. Der da schummelt!
Oder schimmelt. Eins von beiden, so tun wir es. Ah, nicht weit genug. War ja klar. Ja? Wäre auch besser so für dich, Freundchen. Aua. Ich will doch nur Niki wieder haben. Nicht? Na gut, wenn du das sagst. Preston, nicht im Weg rumstehen, bitte. Aua, aua. Oh, ist er tot? Also, tot. Aufstehen, Junge. Ja. Du willst mir aber nicht erzählen, dass du die Supermutanten übersiehst. Kann man ja nun nicht übersehen. Aber verfehlen kann man sie anscheinend sehr gut, wie ich das so vormache. Was habe ich denn noch für Waffen dabei? Nein. Ah, vielleicht. Was, du bist ein Einschuss? Nee, du bist schon ein Fünfschuss, aber... Treffe ich überhaupt? Ja, doch, ich treffe, glaube ich. Ach! Ah. Nee, noch lange nicht, Junge. Aber jetzt ist zumindest der Legendäre erstmal weg. Nein, was ist denn das? Warte mal. Ach, die macht Brandschaden. Preston, kannst du mal nicht im Weg rumstehen? Nein, mein Gefahrometer schlägt noch aus. Aber ich weiß nicht, wo. Lass mal nachladen. Brandschaden ist der neueste Scheiß, Leute. Weg. Sieht man doch. Dumm. Versteckt, ja. Vielleicht auch nicht. Ich will jetzt loswerden. Bitte. Danke. Noch einer? Wo? Nicht hier. Ist wahrscheinlich der, der da oben rumläuft. Läuft da oben noch einer rum? Wieso habe ich noch Vorsicht, wenn ich keinen sehe? Ich sollte gar nicht so viel Scheiß mitnehmen. Aber ich kann nicht anders. Ich habe diesen Scheiß ehrlich verdient. Frühstück. Oh, und ein Messer. Zum Zubereiten. Okay, das ist Preston. Nein, was mache ich denn da? Ein paar Kronkorken. Versteckt, aber hier ist noch einer, ne? Das Geräusch da, was das sein? Ja, das frage ich mich ja auch. Wo bist du? Draußen? Mir egal. Ich geh jetzt hoch. Ich höre Zeug, das gar nicht da sein. Ja. Jemand da? Nein! Niemand da, der dir in den Rücken schießt. Ich glaube, das waren alle. Ja, das glaube ich aber auch. Ich glaube, ich habe es mir verdient, mich jetzt hier umzugucken. Weil hier so viel ist oben. Ein Malpinsel. Oh, nein, ich wollte rennen.
Das sieht hier sehr sicher aus. Ah, sehr schön. Ich habe so viele Mollys rausgehauen. Ja, ich muss runter und ich muss da lang irgendwo dann. Okay. Dann geht's noch höher. Da ist eine besondere Kiste. Die habe ich mir erst recht verdient. Oh, 10mm Patronen. Ah, überladen. Fuck. Ich gönn mir mal ein Red Away. Dann noch ein Stimpack. Dann bin ich natürlich immer noch überladen, aber ist ja egal. Dafür sind die Supermutanten jetzt weg. Du kannst nichts mehr tragen. Das ist sehr bedauerlich. Ja, ich kann vielleicht nicht rennen, aber ich kann runterfallen von Dingern. Im Gegensatz zu Preston, der sollte das lieber nicht tun. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich folge jetzt einfach mal dieser Straße hier weiter. Denn da lang war ja anscheinend nicht richtig, da geht es ja nur hoch. Hoch soll ich ja aber nicht. Komm. Ja. Und nochmal. Ich kann nicht rennen. Aber nachladen kann ich. Ja? Ich bin gar nicht aufgefallen. Oh, eine Mine. Oh, oh, Preston! Ihr seid Gunner und keine Minenschmeißer. Und los. Boah. Ja, Mann, voll in die Niere. Ich hab das genau gesehen. Preston, es tut mir... Good Neighbor. Ja, stimmt, wir müssen nach Good Neighbor, ne? Na, dann sind wir hier ja richtig. Na, wobei, dann gehen wir erstmal nach Good Neighbor. Jetzt sind wir ja fast da. Da will ich hin. Und hoffentlich ist Niki da. Wenn nicht, wäre schade. Girls, girls, girls. See our after theater dinner menu. Dinner. Nicht verwechseln mit Döner. Aber Döner kann es auch zum Dinner geben. So. Warte, zum ersten Mal in Good Neighbor? Da solltest du nicht ohne Versicherung unterwegs sein. Was? Brauch keine Versicherung. Versicherung? Ganz genau. Versicherung. Personenschutz, sozusagen. Du gibst mir alles, was in deinen Taschen ist. Sonst wirst du Unfälle haben. Schwere, blutige Unfälle. Hey, immer mit der Ruhe. Wenn jemand zum ersten Mal durch dieses Tor kommt, ist er ein Gast. Lass diese Erpressungsscheiße. Ich mag ihn. Sie ist keine von uns. Kein Respekt vor dem Bürgermeister, Finn. Ich hab gesagt, du sollst sie in Ruhe lassen. Du bist schwach, Hancock. Wenn du weiter zulässt, dass Fremde hier machen können, was sie wollen, wird es eines Tages einen neuen Bürgermeister geben. Komm schon. Wir reden hier über mich, Mann. Also pass auf. Das hätte ich aber auch noch alleine geschafft. So was sagen?
Du hast mir echt das Herz gebrochen. Alles klar bei dir, Schwester? Ja. Mir geht's gut. Danke, dass du dich um ihn gekümmert hast. Gut. Bitte lass diesen kleinen Vorfall nicht deinen Eindruck von unserer Stadt vermiesen. Good Neighbor ist aus dem Volk, für das Volk, verstehst du? Jeder ist hier willkommen. Das ist sehr schön. Good Neighbor? So heißt der Ort hier? Ganz genau. Wir haben diese kleine Nachbarschaft mit Hilfe der Freaks und Sonderlinge geschaffen, die sonst nirgendwo willkommen sind. Du wirst schon sehen. Wenn du dich mit genug Leuten anfreundest, wirst du das Örtchen schon bald dein Zuhause nennen. Solange du im Kopf behältst, wer hier das Sagen hat. Offensichtlich mein Inventar, denn ich trage zu viel und kann nicht rennen. Das sagt das Inventar und dementsprechend kann ich nicht rennen. Oh, kann ich hier handeln? Guten Tag. Cleo? Hallo. Alles hier wird garantiert nach Wunsch verletzen, verstümmeln oder töten. Außer mir. Ich töte nur, wenn ich will. Das ist immer gut. Wer... Was bist du? Ich bin eine Frau, Baby. Siehst du das denn nicht? Sehen ist relativ, glaube ich, heutzutage. Oh, na klar. Es sind nur diese ganzen Metallplatten. Du bist ein Roboter, oder? Ein sehr weiblicher Roboter. Bezeichnung? Aggressotron. Entwickelt, um verschiedene sicherheitsrelevante Aufgaben für den Menschen zu übernehmen. Abschließendes Urteil? Warum für Menschen arbeiten, wenn man für sich selbst arbeiten kann? Neue Bezeichnung, KLEO, Cleo, gänzlich unabhängige Kleinunternehmerin. Roboterhaft genug für dich, du Schwätzer? Also was darf's sein? Hey, so war das gar nicht gemeint. Dann lass mal sehen, was du so hast. Dann statten wir dich mal aus, Killer. Okay, wir verkaufen mal ein bisschen was. Wir brauchen den ganzen Kack ohnehin nicht. Eine Planke. Ich habe ja meine Waffen. Ah, die schaue ich mir mal genauer an noch. Diese hier auch. Das behalte ich auch erstmal. Kleidung kann auch alles weg, ganz ehrlich. Ist alles schlechter als meins. Und wir kriegen noch mehr als genug ran für unsere Leute. Halt, da war was besser. Achso, das Raiderleder. Nee, 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 das ist hässlich. Das will doch keiner. Behalten wir erstmal. Weiß nicht warum, aber wir behalten es erstmal. So, was hast du denn Schönes? Hast du noch Munition für mich vielleicht? Powerrüstungsgestell? Ja, hast du. Na toll, da muss ich drauf zahlen. Oh, warte mal, was ich auch immer brauche, ist Kleber. Hast du Kleber? Nein, hast du nicht. Na gut. Ha, Preston, ich kann wieder laufen. Dr. Amari. Memory denn? Da dann wahrscheinlich. Und hoffentlich ist da auch... Kann ich da auch kochen? Darf ich dich... Ja, danke. Was machst du da? Ich koche. So. Also wirklich, was machst du da? Was soll die Frage? Guten Tag. Niki? Ah! Mr. Valentine. Gott sei Dank! Ich dachte, du hättest mich schon vergessen. Die Höhle habe ich verlassen, Irma. Aber dich würde ich nie verlassen. Amari ist unten, du alter Süßholzraspler. Niki, wie konntest du nur? Ich habe das gehört! Nick! Nick.
Sprechen wir mit Amari. Nick! Mal sehen, was Amari macht. Aber... Komm mit. Ja, aber... Sprechen wir mit Amari. Ich dachte, er mag mich. Jetzt muss ich feststellen, er hat eigentlich nur Interesse an einer anderen Frau. Hey, Valentine. Mal sehen, was Amari macht. Ich hätte dich gern wieder als Begleiter, Junge. Ja, warte mal. Wer bist du? Das ist wohl kein Höflichkeitsbesuch. Soll ich jetzt mit dir reden? Ah, okay, ich bin dran. Ja, ich lasse Nick erklären. Du hast den Vortritt, Nick. Wir müssen in Erinnerungen graben, aber das wird nicht einfach. Der Täter, Kellogg, ist schon mausetot. Seid ihr beide verrückt? Wenn wir mal außen vor lassen, dass ich eine Leiche schänden soll, ist dir klar, dass wir für die Simulatoren intakte, lebende Gehirne brauchen? Aber... Bitte. Nick meinte, du wärst die Einzige, die das schaffen könnte. Dieses tote Gehirn besitzt Infos über das Institut. Das größte wissenschaftliche Geheimnis des Commonwealth. Du brauchst es, wir brauchen es. Ach, gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Versprechen kann ich aber nichts. Hast du es dabei? Das Gehirn? Wie viel von dem Gehirn brauchst du genau? Keine ermutigende Frage. Ich muss wohl mit dem zurechtkommen, was du finden kannst. Ich habe elektronisches Gehirn gefunden. Ist das gut? Das hier konnte ich finden. Was ist das? Das ist kein Gehirn. Das ist... Warte mal. Das ist der Hippocampus. Und was hängt da dran? Ein Neuralinterface? Diese Schaltkreise kommen mir bekannt vor. Überrascht mich nicht. Soweit ich weiß, ist Institutstechnologie immer ähnlich aufgebaut. Nick ist ein älteres Synth-Modell. Ist er kompatibel? Das frage ich mich auch. Wenn wir Glück haben, passt alles. Selbst wenn es funktioniert, würde Mr. Valentine ein enormes Risiko eingehen. Es geht darum, etwas an sein Gehirn anzuschließen. Keine Sorge, Amari. Legen wir los. Okay. Danke? Das weiß ich zu schätzen, Nick. Du kannst mir danken, wenn wir deinen Sohn gefunden haben. Fangen wir an. Ja, das wird bei meinem Tempo noch ein bisschen dauern. Setz dich. Wenn ich plappere wie ein alter, zahnloser Söldner, zieh mich raus, okay? Es geht los. Niki, ich behalte dich im Blick. Du musst weiterreden, Mr. Valentine. Kleinste Änderungen deiner Kognitivfunktionen könnten gravierend sein. Fühlst du dich irgendwie anders? Ich sehe viele Blitze, Rauschen. Das gibt alles keinen Sinn, Doc. Das hatte ich befürchtet. Die mnemonischen Eindrücke sind kodiert. Ist wohl ein letzter Sicherheitsmechanismus des Instituts. Die Erinnerungen sind gesperrt. Und jetzt? Wird Nick das überstehen? Ja, die Verbindungen scheinen stabil zu sein. Hoffentlich können wir das Implantat hinterher einfach abstöpseln. Das löst aber nicht unser Problem. Die Erinnerungsverschlüsselung ist zu stark für einen Geist. Aber was, wenn wir zwei benutzen? Wir setzen dich und Mr. Valentine auf die Memo-Sessel und schalten eure kognitiven Funktionen parallel. Er ist der Host und dein Bewusstsein durchforstet die Erinnerungen, die wir finden können. Will ich das? Was werde ich denn da drin sehen? Keine Ahnung. Doch da wir nur einen Teil des medialen Temporallappens und nicht das ganze Gehirn haben, wird es eher zusammenhangslos sein. Okay. Okay. Legen wir los. Setz dich dorthin und drück die Daumen. Ich kann nur eins von beiden. Anderen Seite. Dahin? Nee, okay. Da geht er hin. Ich gehe hier hin. Dann fahr mal los, Niki. Ab geht die wilde Fahrt. Und Preston steht einfach nur daneben. Das wird der schrecklichste Anblick nach dem Aufstehen, den ich jemals kriegen werde. Dass Preston direkt an meinem Bett steht und am besten noch sagt... Leite Gehirnwellenmigration zwischen Transplantat und Host ein. Mnemonische Aktivität aus dem Transplantat. Beschädigt, aber vorhanden. Wir versetzen dich in die stärksten Erinnerungen, die wir finden können. Eventuell sind sie nicht stabil. Warte. Eine weitere Siedlung braucht deine Hilfe, wird er dann sagen. Ich weiß es genau. Und dann habe ich einen Albtraum in einem Albtraum. Nur, dass der eine Albtraum nicht endet. Weil Preston wirklich da ist. Gut. Die Simulation scheint zu klappen, obwohl die Erinnerungen sehr bruchstückhaft sind. Ja, wo muss ich hin?
Ich führe dich durch die intakten Erinnerungen. Hoffentlich finden wir eine, die uns verrät, wo das Institut ist. Ja. Wo muss ich hin? Da. Das ist die früheste intakte Erinnerung, die ich finden kann. Kann ich hier runterfallen? Ich hoffe nicht. Ich kenne mein Glück. Ich schaffe das, hier runterzufallen. Vergiss nicht, du erlebst diese Erinnerungen aus Kelloggs Perspektive. Das Comics. Fühlt sich vielleicht erstmal etwas seltsam an. Erinnerung abrufen. Ich war ja so naiv. Was wusste ich schon über die Welt? Ich glaube inzwischen, sie wollte, dass ich ihn umbringe. Ich hätte es tun sollen. Stattdessen lief ich davon. Ich redete mir ein, dass ich der RNK mit ihren vielen Regeln entkommen wollte. In Wahrheit lief ich vor der Schuld davon, sie nicht von meinem Vater beschützt zu haben. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Keine Frage, da müssen sich bestimmt viele erstmal angewöhnen. Erinnerung abrufen. Mama wusste, wie es war. Sie war sicher keine besonders sanfte Mutter, aber sie liebte mich. Auf ihre Weise. Und sie beschützte mich von meinem Vater, was ihr oft Schläge einbrachte. Ich habe nie erfahren, was aus ihr wurde, nachdem ich weg war. Ich wollte es nicht wissen. Nicht damals. Das ist ein Witz. Was bedeutet das, Mama? Ach, nichts, Conny. Die Leute reden gern und hoffen, dass jemand anders sie beschützt. Mein Lehrer in der Schule hat gesagt, mit der RNK würde alles so werden wie früher, wie vor dem großen Krieg. Hör nicht auf diesen Unsinn. Ich schick dich nicht mehr dorthin, wenn sie euch dort sowas beibringen. Ich geh raus. Wo zur Hölle hast du meine Stiefel hingestellt? Hör zu, Conny. Hier, nimm. Du bist jetzt alt genug. Du bist jetzt der Mann in der Familie. Du musst uns beschützen. Dein Vater kannst du vergessen. Aber du wirst nicht so wie er. Du bist ein guter Junge. Und was du im Radio hörst, nichts als leeres Gewäsch. Das Einzige, was dich in dieser Welt beschützen wird, ist diese Waffe. Du musst lernen, damit umzugehen, wenn du überleben willst. Das werde ich, Mama. Versprochen. Du kannst dich auf mich verlassen. Du warst schon immer mein guter Junge. Diese Erinnerung hilft uns wohl nicht weiter. Nicht. Da scheint das ja noch eine intakte Erinnerung in zeitlicher Nähe zu sein. Bedauerlich. Ja. Versuch's mal mit der. Mit der? Er ist ein junger Mann geworden. Das Traurige am Glück ist, dass man es erst erkennt, wenn man es nicht mehr hat. Man denkt vielleicht, dass man glücklich ist. Aber es wird dich glauben? Nein. Stattdessen hat man nur Unwichtiges im Kopf. Den nächsten Job oder sonst irgendwas. Nur wer die Vergangenheit mit dem vergleicht, was danach kommt, der weiß, wie sich Glück wirklich anfühlt. Es wird alles gut gehen. Du wirst schon sehen. Aber wir kennen hier niemanden. Und jetzt mit der Kleinen? Komm schon, Sarah, du musst uns eine Chance geben. Oh. Ich habe endlich eine feste Arbeit. Gut bezahlt ist sie auch. In der RMK gibt's sowas nicht. Ich sag ja nicht, dass es ein Fehler war. Ich sag nur... Bist du sicher, dass diese Leute wissen, was sie tun? Sie wirken ziemlich unerfahren. Aber da kann ja ich ins Spiel. Wart ab. In ein paar Jahren habe ich meine eigenen Leute. Sobald ich die richtigen Verbindungen habe, dann bekommst du alles, was du willst. Und die kleine Mary auch. Ich mache mir zum ersten Mal Sorgen um dich. Bestimmt meine Mutterinstinkte. Wer hätte geahnt, dass ich überhaupt welche Ach, komm, habe? Komm, du bist eine tolle Mutter. Und um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich bin bei den Ski für die Sicherheit zuständig. Da muss ich nur dumm rumstehen und böse dann gucken. Dann haben sie ja genau den richtigen ausgesucht. Dazu. Es wird bestimmt schön hier. Hier. Damit werde ich dich und Mary beschützen. Versprochen.
Ist das immer noch die von Mama, nur ich aufgemotzt? Ich weiß, Conny. Wir werden hier bestimmt sehr glücklich werden. Ja, das werden wir. Du wirst sehen. Schon gut, ich nehme sie. Suchen wir weiter. Ich verbinde dich mit der nächsten intakten Erinnerung. Okay, das war also auch nichts. Ich habe so fast die Befürchtung, es bringt uns hier alles nichts. Oder vielleicht doch? Was hattest du denn gedacht, wie das hier endet, Kellogg? Hast du gedacht, du könntest uns fröhlich in den Arsch ficken und wir würden einfach stillhalten? Naja. Nur, dass du es weißt. Sie sind krepiert wie Hunde. Und du hast sie allein gelassen. Mann, ich will auch so durch Türen gehen. Da ist eine andere Erinnerung, die wir versuchen können. Ich verbinde dich. Okay. Bin schon auf dem Weg. So. Wollen wir uns nicht setzen? Wie du. Er sitzt doch schon. Wow, Entschuldigung. Da war ein Mikrofon im Weg. Also, du kümmerst dich um die Probleme anderer, stimmt's? Gegen Bezahlung. Oh, die gibt es. Und du erledigst das ganz alleine? Ganz recht. Wir bezahlen, wenn der Job erledigt ist, ja? Wenn euch das lieber ist. Wen wollt ihr denn tot sehen? Also, es geht um Folgendes. Da ist diese Familie, ein Stück den Fluss runter. Gut, wir kommen der Sache wohl näher. Versuch mal diese hier. Jupp, ich versuche. Bis jetzt ist dieses Walking-Simulator-Spiel hier aber langweilig. Mr. Kellogg, ich bin froh, dass Sie sich mit mir treffen. Sie arbeiten also für das Institut. Langsam kommt er ihm schon bekannt vor. Sehen, ob es sie wirklich gibt. Es gibt uns, wie Sie sehen können. Was willst du? Mir ist aufgefallen, dass Sie in letzter Zeit unsere Aktivitäten vermehrt gestört haben. Das muss aufhören. Ich tue, wofür mich die Leute bezahlen. Wenn sie ein Problem damit haben, gibt es nur eine Möglichkeit. Und die wäre, Mr. Kellogg? Wenn ich für sie arbeite, sind sie ihr Problem los. Und so wie ich das sehe, könnten sie mich problemlos bezahlen. Ich glaube, sie haben ihre Lage nicht ganz durchschaut. Ich denke schon. Also gut. B748. Beeindruckend. Vielleicht können wir uns ja doch irgendwie einig werden. Wird schon wärmer. Eine davon verrät uns garantiert was. Langsam geht uns das Hirn aus. Ah, die da sieht noch ziemlich intakt aus. Verbinde jetzt. Ich kenne das mit dem Hirn, das einem ausgeht. Ja! Hier sind wir richtig. Die Vault-Computer funktionieren noch. Sehr gut. Ich prüfe die Logs. Es ist da sind wir. Noch. Finde, da ist er. Einfach. Schatz. Kapsel C6. Den Gang lang. Am Ende. Ich bin froh, dass ich den Jungen nicht töten musste. Nicht, dass ich es noch nicht getan hätte, aber ich tue es nie gern. Aber es war besser so herum. Besser als ihm das Kind zu rauben und ihn dann am Leben zu lassen. Ja. Er wird nicht mitgeschnitten, dass ich das damit unterbreche. Sein Fehler war, sie am Leben zu lassen. Ich verstand diese Form der Rache besser als jeder andere. Aber ich war so eingebildet, dass ich dachte, ich würde mit einer verweichlichten Vault-Bewohnerin schon fertig werden, falls sie aufgetaut würde. Wie hat er mich gerade genannt?
Wenigstens weiß ich, dass auch diese Institutsarschlöcher bald rausfinden werden, was ihnen blüht. Wenn sie mich ausschalten konnte, werden sie sich nicht lange vor ihr verkriechen können. Das ist er. Da. Mach sie auf. Ich war nun der Hauptverantwortliche im Commonwealth. Wenn sie etwas brauchten, dann kamen sie zu mir. Es kam nur selten vor, dass jemand vom Institut bei einer Mission dabei war. Darum war diese besonders. Ich wusste nicht, wen wir aus dem Vault holen sollten. Und sie auch nicht, versteht sich. Jedenfalls nicht richtig. Ist es vorbei? Sind wir okay? Fast. Alles wird gut. Komm her. Nein. Komm Moment. Her, Baby. Nein. Ich nehme ihn. Lassen Sie den Jungen los. Ich sage Ihnen das nur einmal. Sie kriegen meinen Zorn nicht. Verdammt. Hol den Jungen daraus. Dann verschwinden wir. Immerhin haben wir noch einen Ersatz. Und die sterben alle. Was dauert da so lange? Ich bin fast fertig, Kellogg. Ich muss nur prüfen. Okay, alles in Ordnung. Ich, tut mir leid, dass du das nochmal durchmachen musstest. Ja, will ich auch hoffen. Oder geht's Hier weiter? Hier ist noch eine intakte Erinnerung. Bist du soweit? Ja. Jetzt sind wir auf einer heißen Spur. Ist das dein Sohn? Diese Erinnerung scheint noch ziemlich frisch zu sein. Ist doch gut, oder? Ist das so? Es war nicht meine Idee, mich mit dem Jungen mitten in Diamond City niederzulassen. Ich hielt das sogar für eine Scheißidee. Aber es war eines der Lieblingsprojekte des alten Mannes. Also blieben wir dort. Ich und das Kind. Wie eine glückliche kleine Familie. Glücklich. Und irgendwie gefiel es mir sogar. Es erinnerte mich daran, wie mein Leben hätte sein können, wenn alles anders gekommen wäre. Aber es führt keinen Weg zurück. Mir war klar, dass es nur auf Zeit war. Früher oder später wäre alles wieder beim Alten. Was macht er da eigentlich? Die ganze Sache in Diamond City war Teil eines ausgeklügelten Plans des alten Mannes. Jetzt Wer ist der alte klar, Mann? Dass wir für unseren Freund aus dem Vault als Köder herhalten sollten. Das Timing konnte kein Zufall sein. So arbeitet der alte Mann nicht. Wer ist der alte Mann? Ob er mich am Schluss wohl überlistet hat? Noch ein ungelöstes Problem weniger. Kellogg. Wow. Schon gut. Irgendwann wird dir nochmal der Kopf weggepustet, wenn du immer so reinplatzt. Die Zivilisten sollten mich möglichst nicht sehen. Ich hab nichts gesagt. Also, wo liegt diesmal das Problem? Es gibt einen neuen Auftrag für dich. Einer unserer Wissenschaftler hat das Institut verlassen. Verlassen? Er ist abgehauen. Sein Name ist Dr. Brian Verger. Er versteckt sich irgendwo im leuchtenden Meer. Hier ist seine Akte. Wow, da werden wohl ein paar Köpfe rollen. Gefangen nehmen und zurückbringen oder einfach eliminieren? Eliminieren. Er arbeitete an einem streng geheimen Projekt. Im Ernst? Einer der Top-Biowissenschaftler? Scheiße. Dann nimmst du den Jungen wohl mit dir zurück. Korrekt. Du hast jetzt nur die Aufgabe, Virgil zu finden und auszuschalten.
Bringen Sie mich nach Hause zu meinem Vater? Ja, stell dich neben mich und beweg dich nicht. Okay. Und beweg dich nicht? Aber er bewegt sich. X688, bereit für Transmission mit Sean. Wiedersehen, Mr. Kellogg. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Wow! Mach's gut. Teleportation. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Es kennt niemand den Eingang zum Institut, weil es überhaupt keinen Eingang gibt. Sicher? Alles hat einen Eingang. Gib Bescheid, wenn du soweit bist. Ja, bitte. Comics kann ich ja eh nicht mitnehmen. Ich würde dann gerne raus. Danke. Ziemlich passend, das Lied gerade, wie ich finde. Keine schnellen Bewegungen, ja? Keine Ahnung, welche Nebenwirkungen die Prozedur hat. Sowas hat noch nie jemand gemacht. Wie fühlst du dich? Nebenwirkung? Oh, bin ich gesund? Siehst du etwas Schlechtes? Nein, aber ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, wonach ich suche. Wie gesagt, das ist alles Neuland. Aber Internet. Die neurologischen und physiologischen Werte sind wieder ganz normal. Medizinisch gesehen bist du gesund. Kannst du schon über das reden, was da drinnen passiert ist? Du warst doch auch dabei, oder? Du hast gesehen, was ich gesehen habe. Ja, aber wir müssen alles gemeinsam durchgehen, falls einer von uns etwas übersehen hat. Ich habe Kelloggs Leben gesehen. Der Mann hat meine Familie ruiniert. Und ich habe ihn getötet. Ganz recht. Er war ein menschliches Wesen wie wir. Und er hatte Gründe für sein Verhalten. So grausam die auch waren. Und wie fühlst du dich jetzt? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich bin mir nicht sicher, Doktor. Ich weiß auch nicht, ob es da eine richtige Meinung gibt. Wir verlieren unser Ziel aus den Augen. Wichtig ist, dass wir das größte Geheimnis des Instituts entdeckt haben. Teleportation. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt? Virgil. Dieser Wissenschaftler, den Kellogg gesucht hat. Virgil. Wir müssen ihn finden. Du hast recht. Ein abtrünniger Wissenschaftler könnte uns viele Fragen beantworten. Wo ist er laut der Erinnerung? Beim leuchtenden Meer? Das kann nicht sein. Da geht niemand hin. Egal wie verzweifelt er ist. Warum? Warum? Was macht das leuchtende Meer so gefährlich? Sag doch vielleicht schon das Leuchten? Name. Strahlung. Sie ist so stark, dass dort nichts überlebt. Nichts Angenehmes. Radioaktive Gefahren sind nichts Neues. Aber das leuchtende Meer tötet einen Menschen in wenigen Sekunden. Deshalb ergibt das keinen Sinn. Virgil flieht in diese Hölle? Allein die Strahlung dort. Aber es ist doch perfektes Versteck hier. Warum ist er dort? Er möchte es dem Institut erschweren, ihm zu folgen. Das muss es sein. Er nutzt die Strahlung des leuchtenden Meeres als Schild oder Tarnung, um sie abzuschütteln und einen Vorteil zu erlangen. Wenn Virgil weiß, wie man dort überlebt, musst du das auch können, wenn du ihm folgen willst. Ja, das finde ich schon raus. Ich finde schon einen Weg durch die Strahlung. Keine Sorge. Viel Glück und pass auf dich auf. Übrigens habe ich zuerst Mr. Errungenschaft. Und gefährliche Gedanken. Während du geschlafen hast. Er wartet oben auf dich. Ja. Preston? Preston? Hey! Was brauchst du? Hey! Willst du Vorräte tauschen? Kein Problem. Als wäre ein Hund. Ja, warte mal. Ich will ja... Was ist denn sein Gewehr? Das hier, ne? Nee. Welches ist denn dein Gewehr gewesen? Hab ich das schon mitgenommen jetzt aus Versehen? Ach, Waffen. Was habe ich denn jetzt hier? Nee, eigentlich ja nicht. Was hat das? 38er Kugeln. Was hat er denn für Munition?
Müsst ihr eigentlich Munition dafür haben? Er hat Leuchtfackeln. Wow. Ich lasse ihm jetzt einfach das da. Ja, ja, du trickst zu viel und kannst nicht rennen, ich weiß. Ich will ja nur alles mitnehmen, dann kann ich ihn wegschicken. Was willst du damit? Hey, tja, ich bin ganz. Sag mal, meckern jetzt alle mit mir? Nein. Hey, zeig es mir. Entschuldigung. Was hast du auf dem Herzen? Ja, erzähl uns mal über was über unsere Beziehung hier. Was denkst du so über unser Verhältnis zueinander? Frag mich doch mal in einer Woche oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon verstanden habe, wie du so tickst. Ach so. Ja gut, dann geh mal wieder. Du solltest nach Hause gehen. Geh mal. Ja. Du weißt, wo du mich findest, falls du mich brauchst. Nein, tschüss. Du warst nur ein Ersatz. Ein billiger Ersatz. Niki. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht wegschicken. Ich bin so schnell. Ja. Wo ist Niki? Da sitzt er. Wer auch immer sie ist. Wer war sie gerade? Ein Kunden? Ah, Niki. Hey, Valentine. Hoffentlich hast du gefunden, was du in meinem Kopf gesucht hast. Ich hatte recht. Ich hätte dich töten sollen, als du eingefroren warst. Was hast du gesagt? Was? Wovon redest du überhaupt? Ja. Hast dich wie Kellogg angehört. Ja? Amari meinte, es könnten noch mnemonische Eindrücke vorhanden sein. Ich fühle mich auf jeden Fall gut. Gehen wir. Ja. Du bist eine Gefahr. Nein, nicht mitnehmen. Das war ein ganz schöner Ritt. Mal sehen, wohin er uns als nächstes führt. So, warte. Nick! Aufgepasst. Kann ich was für dich tun? Okay, er begleitet mich jetzt wieder. Dann gehe ich mich mal jetzt noch... Warte mal, entleeren kann ich mich auch. Nick, ha! Aufgepasst. Tü-tü-tü. Halt, nein, nicht mein Schätzchen. Ich habe meine Waffe umbenannt. Damit ich sie auch, ja, nicht aus Versehen ablege und das dann doch tue. Reicht das schon? Oh, das reicht sogar schon. Ich höre dir aufmerksam zu. Ja, ich weiß. Mache ich gleich. Schätzchen wieder auf die Eins legen, mache ich gleich. Dann mache ich hier erstmal eine kurze Pause. Das hat jetzt länger gedauert, als ich dachte. Entleere mich wieder ein bisschen, schicke hoffentlich Nick nicht schon wieder sonst wohin. Und dann mal gucken, ob wir mit der Hauptquest weitermachen oder ob es doch erstmal zum Chemielabor geht. Aber erstmal eine ganz kurze Pause. Ihr werdet davon ohnehin nichts merken. Bis gleich. Ich weiß, dass ihr alle euer eigenes Ding macht, aber ich will nicht, dass ihr darüber vergesst, was wirklich wichtig ist. Hey Daisy, schön, dass du gekommen bist. Wie geht's, meinem Mädchen? Hab ich dich nicht letztens bei einem Date mit Morawski gesehen? Hey Cleo, halt die Klappe während der Rede. Okay, wir kommen vom Thema ab. Wo war ich? Ah ja, was wirklich wichtig ist, wir Freaks müssen zusammenhalten. Und das geht am besten, wenn wir darauf achten, was uns auseinandertreibt. Versteht ihr? Ja, so sieht's aus, Hancock. Also, was in unserem großen, netten Commonwealth will uns auseinandertreiben? Was für ein bösartiges, gefährliches Schreckgespenst will unserer friedlichen Gemeinschaft schaden? Das Institut und seine Sünds! Ganz genau. Wer hat das gesagt? Komm nachher in meinem Büro vorbei. Du hast dir etwas Chat verdient. Das Institut.
Das ist der wahre Feind. Nicht die Raider, nicht die Supermutanten, nicht mal diese Penner drüben in Diamond City. Ich weiß nicht, Hancock. Ich würde McDonough schon gerne mal in den Arsch treten. Hey, ihr wisst alle, dass ich meinen ganz persönlichen Streit mit dem Idioten habe. Aber wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Ich will, dass ihr alle das Institut im Hinterkopf behaltet. Passt auf, ob sich jemand plötzlich komisch verhält. Ob jemand Dinge tut, die er normalerweise nicht tut. Ob Verwandte euch plötzlich ohne Grund nicht mehr sehen wollen. Wir alle wissen, wer hinter dieser Art von Scheiße steckt. Und der einzige Weg, das zu verhindern, ist zusammenzuhalten. Sie können uns nicht kontrollieren, wenn wir keine Angst haben. Also, wer hat Angst vorm Institut? Wir nicht! Und mit welcher Stadt im Commonwealth sollte sich das Institut besser nicht anlegen? Good Neighbor! Und wer hat den Good Neighbor das Sagen? Hancock! Aus dem Volk! Für das Volk! Okay. Was auch immer das gerade war.